werden inshallah anhand der Quellen der Rechtsschule der Sahabe beweisen, welchen Rang Fatima al-Zahra hatte und wie Ibn Taymiyyah versucht hat, diesen Rang zu schmälen. Denn leider ist es heutzutage so, dass wir in Deutschland keine vernünftige Diskussionskultur zwischen den verschiedenen Rechtsschulen haben. Eine neue Ebene des Dialogs und eine neue Ebene der Diskussion und der Wissenschaftlichkeit eröffnen. Imam Sadr a.s. sagte, ladet zu uns ein, nicht durch eure Zungen, sondern durch eure Taten. Seid euch sicher, dass wenn jemand in einer Diskussion anfängt zu beleidigen, zu schmähen, den anderen irgendwie ins Höllenfeuer zu werfen und der ist im Paradies und der ist im Höllenfeuer und so weiter, dass derjenige argumentativ am Ende ist, dass derjenige intellektuell schwach ist und keine Argumente mehr vorzuweisen hat. Wir möchten hier deutlich machen, dass der sunnitische Islam weit entfernt vom umayyadischen Islam ist. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين die Herren der Frauen aller Welten, von den Ersten bis zu den Letzten. Und dennoch sagt Ibn Taymiyyah, sie wünscht nur das Diesseits für sich. Dass Fatima al-Zahra alayhi salam ihr Recht von Fadak einforderte, züglich dieser Angelegenheit verglich er sie mit den Heuchlern. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها